Hallo, hallo, da sind wir wieder. Es ist Freitagabend, der 11. Januar. Wir haben 21:30 Uhr ungefähr. Der DAX ist mehr oder weniger fertig mit dem Handel, zumindest auf Xetra-Basis. Und vor euch liegt der DAX eine Kerze, ein Tag. Schauen wir uns mal an, was der Lümmel so macht. Der Trendkanal ist wirklich schön zu erkennen hier. Da sind wir drin. Jetzt mache ich die ganze Geschichte mal ein bisschen größer, dass ihr das besser seht. Ich habe gesehen, dass ungefähr 30% es auf einem Handheld machen, sprich iPhone oder wie auch immer. Deswegen versuche ich es ein bisschen größer zu machen. Also, dieser Bereich hier, ich weiß nicht, welche Farbe das ist, aber dieser schraffierte Bereich ist sehr wichtig. Low, 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 rein, drüber, drunter, hier wieder rangelaufen und jetzt auch wieder rangelaufen. Das hier ist der Mittwoch, das hier ist Freitag, davon wieder abgebrochen. Das ist ein wichtiger Bereich. Ich selbst vermag jetzt nicht einen bestimmten Punkt dazu erkennen. Das ist ein Sammelsurium von verschiedenen Chartpunkten, von Fibonacci-Linien, vom oberen Band hier, von dem Downtrend. Das ist also eine richtig fette Marke und die geht, nur um das ganz klar nochmal zu sagen, ganz grob von 10.930 hoch bis zu 11.096. Ich kann es ein bisschen einengen, da wären wir so bei 10.960 bis zu 11.062. Das habe ich so auch mit der 11.062 auch bei NTV gesagt. Das ist eine dicke Zone. Also die ist nicht so einfach zu brechen. Ja, aus diversen Gründen, was man jetzt hier auch schon auf dem ersten Blick sieht. Das wird schwierig. Das wird richtig, richtig schwierig. Die Bänder geben kein Signal momentan. Gehen nicht richtig auf, gehen nicht zusammen, machen eigentlich keinen, geben mir nichts Vertrauensseliges. Die gleitenden Durchschnitte 10 bricht 20 Tage. Das ist zwar schön, aber sowas hatten wir hier in diesen Fällen auch schon ein paar Mal. Und hier war sogar ein richtiger schöner Fake. Ja, da ging er ran und gleich direkt wieder runter. Würde ich momentan nichts drauf geben. Das MACD flacht ab. Das ist nicht so gut. Und die Stochastik als Oszillator gilt definitiv als überkauft, aber noch ohne Verkaufssignal. Das heißt für mich, dass diese Zone hier nicht so ohne weiteres überboten wird. Ich tendiere eher dazu zu sagen, dass wir nochmal hier so einen Schnaps runtergehen, sei das der Bereich 10-20-Tage-Linie oder durchaus hier nochmal auf die 11.400. Erst nochmal Atem holen müssen, wenn er überhaupt eine Chance hat, da hochzugehen. Aber die Gefahr ist auch wirklich vorhanden, dass wir dieses letzte Low hier nach unten unterbieten. Das ist eine ganz, ganz blöde Situation momentan, aber diesen Widerstand glaube ich nicht, dass der Markt momentan bricht. Deswegen werde ich auf jeden Fall auch nach anständigen Puts schauen. Gucken wir mal nach Calls. Calls. Ich habe hier einen gefunden. Basis 10.560. Ich runde leicht. 10.560 ist ungefähr hier. Das wäre, kommt definitiv auf meine Watchlist. Das wäre für den Fall, dass wir jetzt diese Zone annehmen, im Sinne von als Widerstand betrachten und nochmal den Bereich 10-20-Tage-Linie etwas unterbieten. Sind wir hier? 10.560. Das ist von Goldman die GA1B1Q. GA1B1Q. Ein unlimitierter Schein. Allerdings im richtig heftigen Hebel von fast 34 momentan. Das ist also schon ein ordentliches Teil. Sollten wir das nicht schaffen, sollten wir hier drunter gehen, suchen wir auch wahrscheinlich den Kontakt hier unten nochmal zu dem Kanal. Und da sind wir so ganz grob bei 10.100, ganz grob. Also gehen wir da mal hier mit dem Hebel runter. Auf sowas hier, 10.153, liegt ziemlich genau hier, an diesem Trend. Ist vielleicht ein bisschen knapp, aber das gefällt mir. Ja. 10.153, das ist auch von Goldman, das ist die GL9KWS. Also wenn es eine schnelle Bewegung sein könnte, vor dem Hintergrund von irgendwelchen Einflüssen externer Art, Handelsgeschichte, Trump, was auch immer. Ja. Shutdown. Und wir gehen von tieferen Kursen aus, die schnell nach unten erreicht werden. Dann will ich mir eher was suchen, was hier die Basis hier, beziehungsweise sogar noch leicht drunter hat, so ein
10.000, 50er, 70er, sowas in der Art. Aber jetzt sind wir bei 10.153er nochmal. Das ist die GL9 KWS von Goldman Sachs. Das ist ein Hebel von 15. Jetzt schauen wir mal nach Puts. Ich gehe hier auf Short. Lass das erstmal alles einrechnen. So, Puts. Wenn ich behaupte, dass dieser Bereich hier ziemlich streng ist, ziemlich heftig, ziemlich fett, wo dann wir nicht so ohne weiteres drüber gehen, muss ich also etwas suchen, was drüber ist. Jetzt haben wir hier noch dieses Gap bei rund 10.000, 11.200. Das heißt, ich muss eine Option finden, die drüber ist. 11.250. Das ist doch schön. 11.283. Da sind wir also ungefähr hier. Weit weg vom oberen Band, von dem Trend, von dieser schraffierten Linie 11.283. Das ist von Goldman Sachs die GM9 NTJ. GM9 NTJ. Dem Ding schenke ich momentan ein bisschen mehr Vertrauen, muss ich ganz klar sagen. Ich traue dem Markt momentan noch nicht. Ich finde, der sieht aus, als ob er nochmal Atem holen müsste. Unabhängig davon wünsche ich euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.